Schon in der Schule ließen sie mich spüren, dass ich anders bin als alle anderen. Das Lied Outlaws handelt davon, dass wir Außenseiter sind. Jemand von uns dachte, Outlaws würde Außenseiter heißen auf Englisch, was nicht stimmt. Aber egal. Wir haben uns gedacht, wir machen so ein gemeinschaftsstiftendes Lied in der Tradition der Bösen Onkels, wo sich auf dem Schulhof die Außenseiter als Teil eines Außenseiterkollektivs fühlen können und zusammen gegen die anderen, das sagt ja jede Band, die von vielen Leuten gemocht wird, dass niemand sie mag und sie immer so gegen den Strom schwimmen. Und das war die Idee hinter dem Song. Dann haben wir das Ganze mit ein paar halbwahren biografischen Versatzstücken aufgepeppt und heraus kam der neue Smash-Hit aus dem Hause Antilopengang. Wir haben auch ein paar Cuts am Ende, wo wir uns selbst cutten. Das wollten wir eigentlich gar nicht. Aber unser Boss war zu feige für echte Cuts. Unser Boss hat gesagt, nein, nicht Tupac, nicht die Outlaws, nicht Eminem. Obwohl es geil war, DJ Adlib hat es geil gemacht. Wir hätten richtig geile Cuts gehabt, aber nein, es hat nicht sollen sein. Jetzt haben wir Scheiße uns selbst, irgendwelche 5 Jahre alten Kackwürste, wo wir uns noch selbst bemitleiden, nochmal am Ende des Songs, um noch einen draufzusetzen und es trieft nur so vor Scheiße. Ja, apropos Scheiße, ich habe auch ein bisschen Scheiße gebaut auf dem Lied und möchte mich nochmal entschuldigen, dass mir jetzt schon mehrfach passiert, dass ich so Situationen beschreibe, die ich ganz scheiße finde oder verschiedene Formen von Diskriminierung und dann sowas sage wie bla 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 und die machen Witze über Schwule und Behinderte. Und ich möchte mich nochmal entschuldigen bei allen homophoben Behinderten, dass ich das einfach so nebeneinander stelle und auch bei allen behinderten Schwulen. Das tut mir leid, also so war das natürlich nicht gemeint. Da muss man natürlich differenzieren und da muss man halt checken, dass ich jetzt nicht irgendwie Schwule und Behinderte in eine Schublade stecke. Entschuldigung. Ich habe meinen Part in den Demos übrigens sehr verbissen aufgenommen. Ich weiß, was es heißt, nicht dazu zu gehören, doch hab Umzug für Umzug damit umgehen gelernt. Und alle meinten so, ey, sorry, Alter, aber dein Part ist irgendwie echt der schlechteste in diesem Track. Und ich so, nein, was mache ich denn? Hab so versucht, den umzuschreiben und so, dann habe ich gepeilt, dass ich den einfach viel zu verbissen rappe und viel zu ernst. Und dann habe ich das nochmal neu aufgenommen mit ein bisschen mehr Swagger, ein bisschen mehr Leichtigkeit und dann hat es sich auch eingefügt. Haha.